Heute muss sich Robert Habeck im Bundestag einer Regierungsbefragung stellen. Für den Bundeswirtschaftsminister keine leichte Aufgabe. Ja, das stimmt. Einziger quasi Shootingstar der Grünen, in den letzten Monaten immer häufiger in die Kritik geraten. Denken wir an die Affäre um seinen Staatssekretär Greichen. Aber natürlich auch das Gezerre um das Heizungsgesetz. Und da merkt man ganz gut, die Regierungsbefragung heute nicht nur mit ihm, sondern auch mit der Bauministerin. Aber die Kritik, die bleibt bei Habeck. 2012 in Schleswig-Holstein, das waren noch Zeiten. Der grüne Landesumweltminister Habeck mit Seehunden, wahlweise auch mal mit einem Wattwurm. Da kann man nicht viel falsch machen. Und der Seewind weht Habeck bis nach Berlin an die grüne Spitze. Dort muss er sich aber zunächst vor einer Frau beugen. Am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Doch Parteifreundin Baerbock leistet sich Patzer. Habeck wird Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Der Ukraine-Krieg rüttelt dann alles durcheinander. Deutschland soll Gas sparen. Kotau in Katar. Robert Habeck bettelt um Gas. Ausgerechnet der ehemalige Landesumweltminister lässt als Bundeswirtschaftsminister ein LNG-Terminal vor Rügen bauen. Dann im April kündigt Habeck das Gasheizungsverbot an. Deutschland kocht über. Im Rückblick eine halbherzige Entschuldigung. Das war dann mit dem Frühling der Tropfen zu viel an Gesetzgebung. Und deswegen ist mir die Kommunikation nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt habe, sagt Habeck in der ARD. Der Koalitionspartner FDP stellt sich quer, will das Heizungsgesetz so nicht. Habeck wird pampig. Und dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, die wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle. Und bessert dann doch noch nach. Dazu noch Vetterleswirtschaft im eigenen Ministerium. Letztlich muss Freund Staatssekretär Greichen nach öffentlichem Druck gehen. Also dann doch Compliance-Regeln vor Freundschaft. Und jetzt noch ein Beispiel von, naja, Haltung. Der chinesische Kollege Brustraus, der deutsche Habeck mit einem Diener. China ist wichtig, ohne Frage, aber aufrechte Haltung sicher auch. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.